herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute gibt es für euch wieder ein 10 in 5. Ja, genau, ein 10 in 5 für euch. Wenn euch das interessiert, dann bleibt jetzt einfach drin. So, gucken wir uns das mal an. Als erstes hatten wir den Blush. Und zwar ist das dieser hier von Devi Plus gewesen. Der sieht super hübsch aus, aber ich werde ihn aussortieren, weil der, ich weiß nicht, ob ihr es seht, der hat so extrem Schimmer und Glitzer drauf, das mag ich nicht. Deswegen bleibt der auf jeden Fall nicht bei mir. Der wog 46,22 und wiegt immer noch 46,22, also da ist auch nichts leer gegangen. So, dann haben wir einmal vom Benefit die Scarbrow. Das mag ich sehr gerne. Das war bei 12,48 und ist jetzt bei 12,46. Das wird bei mir bleiben. Dann habe ich einmal den L'Oreal Primer, den Indefectible Primer. Der war bei 23,08 und ist jetzt bei 21,55. Der wird bei mir bleiben, den finde ich bis jetzt ganz in Ordnung. Und der ist auch fast leer, also warum sollte ich ihn aussortieren? Dann habe ich einmal den Perfect Match Concealer. Der wog noch 17,94 und wiegt jetzt 17,72. Also ein bisschen was aufgebaut. Ich werde den allerdings aussortieren, weil der mir viel, viel zu hell ist, wie ihr vielleicht seht. Dann habe ich einen Kiko Bronzer gehabt, und zwar diesen hier. Das ist der Unexpected Paradise Bronzer. Sieht so aus. Der wog 132,18 und wiegt jetzt noch 132,07. Den mag ich sehr gerne und der wird auch bleiben. Dann habe ich hier einmal die Maybelline Foundation. Die war bei 116,16 und ist jetzt bei 113,42. Die werde ich auf jeden Fall weiter benutzen, auch wenn die mir zu hell ist gerade, aber ich mische die dann einfach dunkler. Nur mit dem Concealer kann ich ja nicht dunkler mischen, deswegen, ja. Die bleibt bei mir. Dann haben wir hier den Essence Lip Liner. Der war bei 5,20 und ist jetzt immer noch bei 5,20, also da wurde nichts aufgebraucht, aber ja, der wird auch bei mir bleiben. Und dann habe ich hier von Juno & Co. den Highlighter, der war bei 33,48 und ist jetzt bei 33,47, sieht so aus. Den werde ich aussortieren, der gefällt mir einfach nicht so. Ich muss kurz Ladung holen. So, und dann hatte ich hier die Foundation von die Lidschattenpalette von Huda Beauty, die Venue Nude. Und die mag ich sehr gerne. Die konnte ich ja nicht wiegen, aber die wird auf jeden Fall bei mir bleiben. Und dann schauen wir uns die anderen Produkte nochmal schnell an, die dann neu dazukommen. So, kurze Unterbrechung und aus der Dusche. Ja, das Ding bleibt jetzt auf dem Kopf, weil meine Haare sind noch zu nass und wenn ich sie runterlasse, würde mein T-Shirt nass werden. Ja, was wollte ich sagen? Achso, ja, den Colourpop Eyeliner hatte ich noch vergessen beim letzten Mal. Den habe ich direkt aber wieder zurückgetan in die Schublade, weil das war ein roter Eyeliner und solche Sachen benutze ich halt nur für besondere Looks und eigentlich weniger im Alltag. Ja, fangen wir an. Als erstes habe ich die L'Oreal Perfect Match Nude. Das ist hier diese, dieses getönte Serum. Das hat 100,44 Gramm. Das werden wir benutzen. Dann habe ich hier das Manhattan Soft Compact Puder. Das sieht so aus. Das hat 49,32. Dann haben wir den NYX Jumbo Eye Pencil. Der Jumbo Pencil hat 13,65. Ja,
Das ist die Farbe Sparkle Nude. Dann habe ich hier die Strong Moon Foundation, also Strong Fitness, nein, Strong Fitness Cosmetics, ja, Foundation. Die hat 30,21 und da habe ich die Farbe 50 Sand. Dann habe ich den Essence Bronzer, The Glowing Gold. Der sieht so aus. Der wiegt 64,54. Dann haben wir den Colourpop Lippenstift hier. Ist aus der Disney Kollektion, die Farbe Belle. Und der wiegt 32,30 und ist noch so groß. Dann haben wir hier ein Essence Mono Lidschatten, und zwar einer von den Matted Chromes, die Farbe Cup of Me. Der wiegt noch 14,47 und sieht so aus. Dann haben wir eine Colourpop Lidschatten Palette, und zwar die It's My Pleasure. Die wiegt noch 99,42 und sieht so aus. Dann haben wir den Catrice Bronzer aus der Bronzing Babe of the Dunes LE. Der wiegt 142,87. Und dann haben wir noch die Catrice Highlighter Palette Better Than Platinum. Die sieht so aus. Und die konnte ich nicht wiegen, weil sie zu schwer war. Ja. Diese Produkte werde ich jetzt alle 5-mal benutzen und dann melde ich mich wieder zurück. Ja, ihr Lieben, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn das so ist, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da und folgt mir auch gerne hier auf YouTube, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!